Gestern kam das Season 6 Update in Fortnite und wir schauen uns heute mal an, was da jetzt alles neu ist. Es hat sich nämlich einiges geändert. Auf der Map sind ein, zwei neue Sachen. Es gibt neue Waffen. Alte Waffen sind wieder raus. Und es gibt auch noch neue Mobility. Was genau hier alles neu ist, seht ihr auf jeden Fall in dem Video jetzt gleich. Also, falls ihr noch neu seid, gerne mal direkt ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht. Und auch gerne Creator Code Roblik im Shop benutzen, wenn ihr mich noch extra supporten wollt. Also, danke an jeden, der das macht. Wir fangen direkt an mit dem Video. Also, viel Spaß. Okay, die erste Runde jetzt seit dem neuen Update. Wir sehen auch schon direkt hier, die Loot Lake Insel ist zurück mit Kevin, der Cube hier unten. Ich bin ein bisschen spät. Die ganze Lobby landet gefühlt hier und alle sind vor mir. Aber es ist kein Ding, weil wir kriegen die Kiste hier für uns. Und da kommt jetzt der beste Loot raus. Ah, fast. Leider nicht ganz. Aber für zwei Kills early reicht es. Meine Pömpelgranaten sind auch zurück. Ich bin 1 HP. Was ist das denn? Der gibt mir einen Headshot. Jo, und da bin ich weg an der Stelle. An der Stelle auch einfach mal loslassen. Bandagen. Und ich muss sie halt healen. Ich habe nichts anderes. Also ich will auf jeden Fall den Bush hier oben mitnehmen. Dann haben wir mal einen Einhit, den wir direkt mal tanken, ohne HP zu verlieren. Das ist der Lilanes. Grappler, da sehe ich mich. Busch anziehen. Wir surfen. Minis, perfekt. Werde ich erstmal weiter healen. Und so langsam sieht das doch hier wieder ganz in Ordnung aus. Nehmen wir uns den Grappler noch mit. Die Kiste hier vielleicht auch nochmal. Dann können wir eigentlich auch direkt schon wieder hochgehen. Und da sieht man auch schon mal das nächste Item. Das kleine Portefort wurde ersetzt durch diese riesige... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Porte... Bunker ist es auch nicht. Wie heißt denn das? AK ist drinne, Impulse sind drinne und zwar jetzt nicht mehr die kleinen. Das ist eigentlich auch schon gefühlt der ganze Lootpool, der sich so geändert hat. Eigentlich habe ich jetzt schon fast alles wieder gefunden. 30. Er hat halt eine Shotgun wahrscheinlich noch. Das könnte schwierig werden. Nein, sagt mir nicht, er fliegt jetzt wieder rein, oder? Okay, was hat er vor? Was hat er vor? Er fliegt wieder rein, natürlich. Bro, natürlich fliegt er wieder rein. Oh, hier auch schon wieder eins von den neuen Fahrzeugen. Und zwar das Hoverboard, sehr, sehr cool auch eigentlich. Oh man, ist so schnell mit dem Ding. Ey, ist wirklich, Hoverboard wirklich cool. Auch wenn ich es gerade verloren habe, irgendwo hier. Real Talk, cooles Item. Und die Quadkammer auch direkt. Ey, wir finden einfach alle Sachen, die jetzt in dem Update neu sind, instant gerade. Innerhalb von irgendwie 5 Minuten habe ich alles gefunden. Mal schauen. Ja, nee, das war gar nichts. Ich will wissen, ob das noch genauso ist wie früher. So, ein paar Mats noch ganz kurz mitnehmen hier, damit wir immerhin eine Box bauen können. So, muss reichen. Erstmal schauen, klappt es so wie früher oder? Also es hat auf, nee, es hat Tank auf jeden Fall, also es ist unendlich, funktioniert es nicht. Und man kann es auch in der Luft nicht steuern, auch nein. Ja, das ist Quatsch. Tut mir leid, aber muss ich jetzt auch einfach so sagen. Quadrama hat mich enttäuscht. Ich habe gehofft, die hat erstens keinen Tank, dass sie halt unendlich funktioniert und zweitens, dass man die genauso wie früher steuern kann und man in der Luft einfach die ganze Zeit hochgeht. Und halt unendlich über die ganze Map rotieren kann. Ist leider nicht so. Aber das heißt für mich eigentlich nur, ich werde die Quadramme nicht spielen, aber das Hoverboard, dieses Snowboard, das ist gut. Wir haben ja Steps unter uns. Die Mats nehmen wir uns auch nochmal mit. Der muss ja hier irgendwo in dem Haus campen, oder? Oh, oder er grappelt gerade weg. Erster Pump wurde von seinem Busch geblockt, leider. Ja, klar. Jetzt bin ich wieder ein bisschen getriggert. Die Runde ist absolut defensiv und ich kann jetzt auch nicht weiterfighten mit meinen 20 HP. Was soll ich machen? Ich habe 2 Kills, habe den schlechtesten Loot wirklich und ich kann auch nicht weiterfighten. Ich muss jetzt erstmal irgendwie Healing finden. Okay, Rifts sind auf jeden Fall immer noch drin geblieben im Game. Ich glaube, das eine Rift nehme ich mir sogar mal mit. Und man sieht hier auch schon eine kleine Map-Änderung in Dusty und zwar ist hier jetzt ein großer Kran. Aber das ist, soweit ich weiß, auch alles. Also der Kran in Dusty und die Loot Lake Insel. Ist so ziemlich das Einzige, was sich hier auf der Map geändert hat, glaube ich. Ja, und ich muss jetzt hier einfach mal wegriften. Wir müssen irgendwo Loot finden. Und hier gibt es gar nichts in der Nähe gerade, wo ich hier bin. Salty sieht auch gar nicht gut aus. Ich glaube, hier werde ich auch nichts finden. Da hielt gerade jemand ein Campfire, aber mit 60 HP da reinzugehen, ist auch ein bisschen geisteskrank. Und den töte ich nicht. Ich will zu den kaputten Häusern da hinten. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass die nicht gelootet wurden, immerhin. Ja, ich hatte recht, es ist unlootet, aber... Hier liegt absolut gar nichts. Hier sind 3 Munikisten und eine AK, eine graue. Das war's. Zweites Haus, Impulsgranaten, 2 graue Pumps, eine Kiste. Mal schauen. Nee, auch schlecht. Egal, wir gehen direkt rüber zum dritten Haus. Kiste. Ja, Minis habe ich halt schon. Ist trotzdem nicht schlecht. Und sonst gar nichts. Okay, noch eine Kiste. Wir sind mittlerweile gefühlt über die halbe Map gelaufen. Neue Waffe, das Schießeisen. Werde ich jetzt aber, glaube ich, nicht spielen. Oder?
Ja, komm, doch, ich hab's in lila, warum nicht? Dann spielen wir das jetzt einfach stattdessen. Okay, ich mach jetzt meinen Grappler kaputt. Den werde ich jetzt sowieso erstmal nicht mehr brauchen. Und zwar habe ich den Hoverboard und ein Medkit. Oh mein Gott, ich kann endlich wieder fighten. 9 Leute leben nur noch. Ja, das Hoverboard ist so cool. Oh mein Gott, ich hab ihn boxt, aber ich hab verkackt. Warte, ich hab immer noch boxt. Ja, ich hab ihn, aber irgendwie hat mir das nicht gefallen. Er hat eine lila AK gehabt. Und sage ich auch ganz ehrlich, die spiele ich jetzt. Graue Pump, ja, komm, graue Pump nehme ich. Oh mein Gott, wenn er nicht aufpasst. Er ist tot, was? Nein. Wie schnell ging das denn? Blaue Pump nehmen wir mit. Und rein in die Box. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Cool. Ey, ich habe mir das genauso vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. AK im Nahkampf absolut nicht geil. Und ich habe einfach meinen Papp daneben geschossen. Okay, Runde Nummer 2. Runde 1 war absolut peinlich leider. Aber was soll man machen? War meine erste Runde heute. Ich habe ein paar Ausreden. Es hat auch geleckt. Und auch in Runde Nummer 2 gehen wir natürlich hier in Lootlag rein. Diesmal ins Haus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Pump finde ich schon mal gut, aber irgendwer ist auf meinem Dach drauf. Nice, nice, nice. Kein Schild leider. Er hat Schild, ja klar, natürlich hat er 150 HP, ist klar. Ist er über oder unter mir? Oh, hier ist er. Ja, der hat auch eine Pump, das ist nicht cool. Bro, er hat die beste Awareness, dass er mich instant abaimt hier. Ich habe kein Spare Healing. Ja, was will ich machen? Das ist ein anderer sogar. Ey, Plan für die nächste Runde. Ich hotjob nicht mehr auf die Insel, weil jeder Kill macht mir Minus. Ich habe keine HP. Mit jedem einzelnen Kill habe ich schlechtere Loot als vorher. Das kann nicht sein. Ich schwöre es euch, wenn Siphon in dem Spiel drin wäre, die OG-Season wäre so gut. Aber einfach, du hast kein Healing und es gibt keinen Siphon. Das macht es so schlimm. Okay, der Plan jetzt ist ganz einfach. Und zwar, wir gehen Dusty. Dusty hat einen neuen Kran. Dusty wurde ein kleines bisschen verändert. Das heißt, hier gab es auch einen Map-Change. Hier gehen wir hin und es kommen auch ein paar Leute mit tatsächlich. Ich glaube so 2, 3. Oh, hier oben ist leider keine Kiste, die hätte ich mir sonst direkt mal mitgenommen. Der neue Revolver, mal schauen, was er kann. Er hat auch Minis, das könnte jetzt richtig, richtig nervig werden, der Fight. Doch nicht, der ist komplett lost. Was? Was? Hä? Ich da... Also, das ist so respektlos. Ich flieg dir hinterher. Hä? Bin ich blöd? Warum sehe ich ihn nicht? Oh, der muss hier gelandet sein schon. Oh, was war das? Ich dachte so, ja, okay, er timet aus. Kill ich den halt kurz. Ich gebe ihm 2 Blanks. Der eine war sogar komplett still. Wie geht das überhaupt? Okay, eigentlich ist die Waffe ganz gut vom Damage her, wenn ich treffen würde. Ja, er trifft halt zum Beispiel. Okay, so ist es doch dann schon schwierig zu treffen, wenn man nicht anvisiert. Das war wirklich ein Bot. Boogie Bombs sind immer noch im Game. Auch gut zu wissen. Und meine erste Shotgun. Oh mein Gott, endlich. Kommt jemand mit Auto reingefahren? Tanz! Oh, Bro. Ist das anstrengend hier. Okay, ich habe eine Pump endlich. Freut mich sehr. Rocket Launcher, nehmen wir den... Ja, komm, wir nehmen den mit. Warum denn auch nicht? Wir haben eh einen freien Slot. Den nochmal ganz kurz voll machen. Und dann direkt zu dem Fight da oben. Einfach mal einmischen. Auf mal richtig nervig da einmischen. Oh, die sind ein bisschen weiter oben, als ich gehofft hätte. Oh, warte, da kann ich pushen. Was ist er denn für einer? Ich kann nicht editieren. Ich konnte nicht bestätigen. Einfach mal dreist abbauen hier das Ganze. Das ist wieder ein neues Team. Wieder ein neuer Spieler. Ich kann jetzt nicht fighten. Oh, die soll mal weiter fighten. Gott, geht hoch, geht hoch, geht hoch. Komm, geht weiter nach oben. Weiter nach oben. Ich will nochmal abbauen. Ich find's so ein Bastard. Ich habe einen Kill. Ja.
Ich sag, wenn ich den Typen da kill, dann habe ich die Runde gewonnen. Wenn nicht, dann nicht. Oder ist er das überhaupt? Das ist ein anderer? Das ist ein anderer gewesen. Aber immerhin habe ich jetzt auch mal einen Grappler endlich. Blaue Pump, auch gut. Oh mein, warum ist einer über mir am Campen? Wie random. Noch ein neuer. Es sind schon wieder drei Leute hier. Das macht gar keinen Sinn hier die ganze Zeit. Oh, Granatwerfer jetzt auch noch. Natürlich geht er wieder auf mich. Ist klar. Okay, schlaue Entscheidung jetzt von mir. Einfach mal in die Zone gehen. Ist mir egal, was die da jetzt machen oder wie lange die noch fighten. Ich bin weg. Oh, hier sind drei Kisten. Ich muss die drei Kisten mitnehmen. Oh mein Gott, das ist die beste Kiste der Welt. Nein, nicht mit RPG. Nerv doch nicht. Ich mache keinen Damage auf John Wick. Oh mein Gott, das könnte sehr, sehr gut sein. Mal schauen, wie viel. Ja, perfekt. Ich habe wieder Meds. Unten liegt noch ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ich habe ein Medkit. Ich bin erstmal wieder ganz gut dabei jetzt gerade. Dann nochmal ganz kurz gucken. Und Chuck, den nehmen wir jetzt auch direkt mal mit. Und ein 16er Grappler habe ich jetzt wieder. Cap sogar fast. Also ich weiß nicht, wer hier gefightet hat, aber ich mag die beiden. Oh, vor mir läuft einer. Ist das der John Wick von vorhin? Ich kann es nicht erkennen auf die Distanz. Ich glaube schon, oder? Dann nervt er. Ja, besser ist das auch. Ich verstehe es nicht. Gerade eben, sage ich euch ganz ehrlich, hat er auch in Ordnung gefightet. So, er war nicht komplett scheiße. Aber was er jetzt gerade gemacht hat, verstehe ich schon wieder nicht. Er hätte einfach nur gegenbauen müssen. Dynamit gibt es auch wieder in-game. Hier, super. Dynamit macht Spaß und ist fair. Ich glaub, vielleicht nehme ich das Rift sogar mit. Ja, es wird geriftet, Freunde. Der kann nicht so viele Rockets haben, oder? Wo kann er da hinten mal nicht nerven vielleicht? Was macht er? Ey Bro, wir können wirklich beide Gegner wie die größten Vollidioten spielen. Es ist unfassbar. Der da crankt irgendwelche 90s die ganze Zeit lang und der andere campt seit 5 Minuten auf dem Berg und macht auch gar nichts. Das war wieder Prime Gegner hier in der Runde. Aber Hauptsache, er kommt mich pushen mit einem Granatenwerfer, macht nichts außer Granaten zu spammen und hat mir irgendwie 800 Mets weggenommen oder so. Ist klar. Ja, klar. Der eine will mich snipen und der andere sprayt mich. Junge, was macht er denn? Er findet einen Chuck. Und der andere sprayt mich! Bro, da ist jemand zwischen... Ey. Ja, ist klar. Keine Ahnung, wie lange man das Ding in der Hand halten kann. Ne, ein bisschen länger geht auf jeden Fall noch. Ja, den habe ich. Weil ich einfach unfassbar viel besser bin als er. So. Junge, das war eine meiner nervigsten Runden, glaube ich, die ich jemals gespielt habe. Die Leute spielen in Solo wirklich, als ob es um ihr Leben geht. Das ist geisteskrank. Aber wir haben gewonnen. Ich würde sagen, cooles Update. Innerhalb von nur 5 Tagen, glaube ich, in der Season hat sich unfassbar viel geändert. 2 Spots, ganz viele Waffen wieder raus. Coole Waffen dafür wieder rein. Season 6 wirklich super Update. Ich freue mich auch schon auf Season 7 und 8. Ich glaube, die kommen direkt nächste Woche schon.